So, es ist 14 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zur fünften Ausgabe des Web-Talk, des Web mit EB-Talk. Der Web-Talk ist das Online-Diskussions- und Bildungsformat von erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Karin Kulmer und wir, Conedu, sind Projektträger von erwachsenenbildung.at mit Förderung des Bildungsministeriums. Wir sind heute wieder Gastgeberinnen und Gastgeber dieser einstündigen Online-Diskussion, diesmal zum Thema Bildungs- und Berufsberatung. Wir würden auch gerne über Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr erfahren und freuen uns, wenn Sie sich in der Vorstellrunde links unten vorstellen und auch, wenn Sie unsere kurze Umfrage ausfüllen. Die finden Sie rechts oben. Direkt unter der Umfrage befindet sich ein Chatbereich. Wann immer Sie Fragen an die Diskutantinnen und Diskutanten haben oder Anregungen, wenn technisch etwas nicht funktioniert, bitte einfach in den Chat posten. Bitte beachten Sie auch, dass der Web-Talk aufgezeichnet wird. Er wird dann auf erwachsenenbildung.at zur Verfügung gestellt und durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich auch einverstanden damit. Ich freue mich jetzt, dass wir vier Expertinnen und Experten aus der Bildungs- und Berufsberatung heute am Podium begrüßen dürfen und möchte Eva Holder, Rudolf Götz, Veronika Lacusta und Wolfgang Blim herzlich begrüßen. Also kurze Vorstellrunde. Als Impulsgeber ist heute der Herr Blim dabei vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft. Studienhintergrund ist, also er ist Wirtschaftspädagoge von seinem Hintergrund her und entwickelt und betreut Unterstützungsangebote für die Bildungs- und Berufsberatung und forscht zu Arbeits- und Berufsfeld der Zukunft und zur dualen Berufsbildung. Ist außerdem auch als Vortragender tätig, unter anderem an der Donau-Uni Krems und am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung und gemeinsam mit Rudolf Götz auch Herausgeber der Ausgabe 29 des Magazin erwachsenenbildung.at. Das ist gerade vor kurzem herausgekommen. Als Diskutantin möchte ich dann auch begrüßen Veronika Lacusta von der Bach Bildungs- und Berufsberatung des Diakonie Flüchtlingsdienst. Sie arbeitet dort seit 2012 als muttersprachliche Beraterin in Russisch, Ukrainisch und Polnisch und ist auch Teamleiterin und Koordinatorin und außerdem ebenso als Deutschtrainerin und ÖSD-Prüfende tätig. Ebenfalls als Diskutantin gewinnen konnten wir Eva Holder von ABZ Austria. Sie ist vom Studienhintergrund her Pädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung und ist seit 2009 eben Projektmanagerin bei ABZ Austria, unter anderem für die Bildungsberatung in Wien und Niederösterreich zuständig. Und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen außerdem im Bereich niederschwellige Bildungsberatung, Digitalisierung und Bildungsbenachteiligung bei Frauen unter anderem. Durch die Diskussion leiten und auch selbst mitdiskutieren wird außerdem heute Rudolf Götz. Er ist bei ÖSB Consulting tätig in der Abteilung Labor Market Strategies and Research und seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Arbeitsmarktpolitik, europäische Beschäftigungsstrategie, Lifelong Guidance unter anderem. Er ist ebenso mit Wolfgang Blim Herausgeber der Ausgabe 29 des Magazin Erwachsenenbildung.at. Ich übergebe jetzt gleich an Wolfgang Blim für den Input. Möchte Sie noch einmal hinweisen auf die Vorstellungsrunde und auf unsere Umfrage. Wir werden auch immer wieder neue Umfragen posten und ich freue mich auf einen spannenden Web-Talk und wünsche Ihnen allen auch viel Freude damit. Thank you.
So, schönen guten Nachmittag. Freut mich sehr, dass ich hier ein bisschen einen Beitrag leisten kann zu diesem Web-Talk zum Thema Bildungs- und Berufsberatung. Wo steht die Bildungs- und Berufsberatung aktuell? Ich habe mir vorgenommen, ganz kurz, also ich versuche es auf etwa 10 Minuten zu begrenzen, zum einen ein bisschen den Rahmen abzustecken, in welchem Spannungsfeld bewegt sich denn Bildungs- und Berufsberatung nach meinen Einschätzungen her. Daraus auch ableitend, was sind denn so Handlungsfelder, aber auch Zielgruppen, die aufgrund aktueller Entwicklungen wichtiger werden oder noch wichtiger werden. Und in einer letzten Darstellung möchte ich ein bisschen auf ein Themengebiet eingehen, mit dem ich mich selbst forschungsmäßig etwas stärker beschäftige, wie sich Arbeitswelt und Berufswelt in Zukunft entwickeln und insbesondere unter dem Hinblick auf Digitalisierung. Und hier speziell das Thema aufgreifen, was könnte denn das für die Bildungs- und Berufsberatung im Konkreten bedeuten, dieses Themenfeld der Digitalisierung. Das wäre so ganz kurz der Themenrahmen, in dem ich mich in meinem Input bewegen möchte. Wenn ich einsteige mit dem Themenfeld Spannungsfeld Bildungs- und Berufsberatung, in welchem Rahmen bewegt sich denn Bildungs- und Berufsberatung, dann verwende ich sehr gerne hier eine Darstellung, die ein bisschen aufmachen soll, was so im Kern die Einfluss, wesentlichen Einflussfaktoren meiner Ansicht nach in der Beratungssituation, im Beratungssetting sind. Und da bewegen wir uns, finde ich, zum einen in einem Bereich, wo es im Grunde einmal um die Person des Ratsuchenden, der Ratsuchenden selbst geht, das heißt das Individuum, das in die Beratung, in den Beratungsprozess kommt, mit den Interessen, Talenten, Fähigkeiten, die diese Person bringen, mit ihrer Persönlichkeit, aber auch mit Komponenten wie Zutrauen, Qualifikationen, Kompetenzen, die sie mitbringen, die gesamte Lebenssituation. Aus dieser Gesamtsituation ergibt es schon eine ganze Vielfalt an unterschiedlichen Themenstellungen für die Beratung selbst. Das Ganze ist dann einzubetten von den Fragestellungen her in eine sehr stark von Veränderungen beeinflusste Arbeitswelt, wobei ich hier mit in Arbeitswelt auch subsumiere die Fragestellungen. Es muss ja nicht immer eine Arbeitsberufswelt, also eine Fragestellung des Beratungsthemas sein, es kann ja auch um Bildung als Selbstzweck gehen, das würde ich hier mal so summieren. Das heißt, hier gibt es einfach massive Veränderungen, die nach meiner Ansicht nach und nach allem, was wir beobachten können, in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen werden von der Dynamik her und von der, wie rasch es sich verändern wird. Und auch beispielsweise sehr unterschiedliche regionale Strukturen, regionale Wirtschaftsstrukturen, regional unterschiedliche Angebote, sowohl arbeitsmarktseitig als auch bildungsmarktseitig, spielen hier sehr stark rein. Und als dritte Komponente, die so im Kern auf die Beratung einwirkt, sehe ich hier sehr stark die grundsätzlich unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich in der Bildungslandschaft ergeben, die sich in der Berufslandschaft ergeben, gleichzeitig aber wiederum von den individuellen Voraussetzungen, die die jeweiligen Personen mitbringen, aber auch von den Gegebenheiten am Arbeits- und Bildungsmarkt in der Region sehr massiv beeinflusst werden. Und daraus aus diesem Dreigestirn ergibt sich ja sehr komplexe, sehr vielfältige, sehr unterschiedliche ich lese gerade, dass ich sehr schwer verständlich bin. Sehr komplexe und unterschiedliche Beratungssituation. Ich versuche es noch einmal ein bisschen an den Einstellungen zu schrauben. Das wäre so quasi die Darstellung der Beratungssituation selbst. Auf diese Beratungssituation, auf diese Beratung wirken nun von außen aber ganze Reihe von äußeren Einflüssen. Und hier versuche ich darzustellen, die äußeren Einflüsse, die auf die Beratungsinstitution, auf den Beraterin, die Berater einwirken, nicht die Einflüsse, die auf die Person der Ratsuchenden einwirken. Das wäre mal eine ganz andere, weiter komplexe Darstellung.
Hier geht es mir vielmehr aufzuzeigen, dass auch die Beratungssituation von der Beratungsinstitutionsseite her vielfache Einflüsse festzustellen sind. Das können jetzt Auftraggebersituationen beispielsweise sein. Es macht, denke ich, einen wesentlichen Unterschied, ob ich für einen externen Auftraggeber Beratungen durchführe, Leistungen durchführe. Nehmen wir beispielsweise das AMS als sehr häufige auftraggebende Institution. Ob ich meine Angebote an einem freien Markt anbieten kann. Damit zusammenhängen sind natürlich auch Finanzierungsstrukturen zu nennen. Wie weit haben Finanzierungsstrukturen Einflüsse auf mein Beratungssetting, auf meine Beratungsangebote? Nur auf ein Beispiel herauszunehmen, bei unsicherer Finanzierungsstruktur spielt das eine wesentliche Rolle, wie ich Beratungsangebote aufstellen kann, wie weit ich mich darauf verlassen kann, dass ich ja längerfristig planen kann oder muss ich von Periode zu Periode planen, weil Finanzierungen von periodisch zugesagt werden oder auch unter Umständen nicht zugesagt werden oder projektbezogen zugesagt werden und nicht zugesagt werden. Das hat dann meines Erachtens einen ganz wesentlichen Einfluss auf Beratung und auf Gestaltung von Beratung. Das berufliche Selbstverständnis wirkt hier sehr stark rein. Wie sehen wir uns als Beraterinnen und Berater, wie sehen wir uns als Beratungsinstitutionen in einem beruflichen Selbstverständnis? Wie sehen wir uns als eigenständiger Beruf auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Da wiederum spielt das Thema Professionalisierung relativ stark rein. Netzwerkbildungen und Vernetzung ist für mich also ein Thema, das von außen sehr stark einwirkt, wo es auch darum geht, wie sehr kann ich meine Leistungen in Gemeinschaft mit anderen Anbietern, die auf bestimmte, zum Beispiel auf bestimmte Themenbereiche dann spezialisiert sind, hier anbieten. Und auf einen Punkt, auf den ich jetzt in der Folge noch mehr eingehen möchte, ist eben auch das Thema der Digitalisierung der Beratung in der Beratung. Das heißt, welche Bedeutung haben aktuelle Entwicklungen der Arbeits- und Berufswelt auch auf mich in der Beratung selbst. Daraus lassen sich jetzt meines Erachtens eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen auch für zukünftige Handlungsfelder und Zielgruppen ableiten. Ich habe ja im Wesentlichen eigentlich beispielhaft, also man kann das sicherlich noch weiter ergänzen, aber beispielhaft einige Handlungsfelder und Zielgruppen herausgestrichen, die das Feld ein bisschen charakterisieren, die eben insbesondere aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die wir beobachten, meiner Meinung nach tatsächlich auch wichtiger werden in den nächsten Jahren, wenn man sich die Handlungsfelder anschaut. Wenn wir davon ausgehen, dass sich Arbeitswelt massiv weiter verändert, immer rasch verändert, dann wird Neu- und Umorientierung, nämlich tatsächlich auch Neuorientierung, in Zukunft ein größeres Thema in der Erwachsenenberatung, damit zusammenhängend meines Erachtens Weiterbildungsberatung. Und Neuorientierung erfordert auch oft Weiterbildung, also Weiterbildungsberatung im Hinblick auf lebenslange Beratung, Laufbahncoaching, dass es eben nicht mehr punktuelle Maßnahmen sind, sondern auch laufende Begleitung einfach ein größeres Thema wird. Wenn wir von Neuumorientierung sprechen, von Laufbahncoaching sprechen, von Weiterbildungsberatung sprechen, denke ich, wird auch das Thema der Förderungen, der finanziellen Unterstützung für solche Umorientierungen ein zunehmend wichtiges Thema. Auch etwas, was wir selbst, wir überwiegend keine Beratungseinrichtung, aber selbst bei uns landen relativ regelmäßig Anfragen hinsichtlich Fördermöglichkeiten aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Und das große Themenfeld der Kompetenzerfassung und des Kompetenzerwerbs, das heißt Erfassung informeller Kompetenzen, aber denke ich auch der Erwerb formaler Kompetenzen wird auch in Zukunft eine weiter wachsende Bedeutung bekommen, auch im Bereich der Erwachsenenberatung. Damit zusammenhängend ergeben sich eigentlich relativ automatisch auch Zielgruppen, die noch wichtiger werden. Also das sind nur Themen, die uns jetzt schon massiv beschäftigen. Aber noch wichtiger werden, denke ich, werden insbesondere Zielgruppen wie eben Umsteiger, wie eben Ältere. Da hast, ich glaube, heute irgendwann in der Zeitung gelesen, dass zur Definition der Zielgruppe Ältere werden immer jünger. Auch das ist ja ein Thema, das hier sehr stark reinfällt. Formal Geringqualifizierte, ganz aktuell, aber glaube ich auch für die Zukunft ein Thema, das uns laufend begleiten wird, das Thema Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, die in der Beratung
eine weiter wachsende Bedeutung gewinnen werden. Und abschließend ein kurzer Blick auf dieses Thema der Digitalisierung. Also ich möchte hier nicht auf die Digitalisierung der Arbeitswelt insgesamt eingehen, sondern ganz kurz nur ein bisschen anreißen, was könnte denn dieses Thema der Digitalisierung für Bildungs- und Berufsberatung selbst bedeuten. Also nicht als Frage der Ratsuchenden, sondern als Frage der, wie gestalte ich Beratungsangebote, was könnte denn da auf die Bildungs- und Berufsberatung weiter zukommen. Und hätte hier drei Themenfelder herausgegriffen. Das eine ist das Themenfeld der Self-Guidance, mit dem wir uns in verschiedenen Projekten auch beschäftigen. Das heißt, dass es immer noch bedeutender wird, dass sich Personen auch selbst orientieren und durch die vielfältigen Angebote, die es online gibt, hinsichtlich Informationsangebote, aber auch Orientierungsangebote, Online-Tests, die immer vielfältiger werden, wird hier das Thema der Self-Guidance einfach auch sehr in den Vordergrund treten. Das kann jetzt verschiedene Implikationen haben. Das kann bedeuten, dass Kunden besser vorinformiert in die Beratung kommen. Das heißt, dass sie schon mehr Wissen mitbringen, dadurch aber auch mehr und konkreter Fragen stellen können. Das kann aber auch bedeuten, dass durch diese Vielfalt an Angeboten einfach die Orientierungslosigkeit noch weiter zunimmt und dadurch eigentlich die Bedeutung von persönlicher Beratung weiter zunehmen, um in Orientierung gehen zu können. Das bedeutet meines Erachtens insbesondere aber auch, dass wir noch stärker medienkompetente Beraterinnen und Berater in der Zukunft brauchen werden. Zweites Thema Online-Beratung. Auch hier sehe ich schon eine Tendenz, dass das weiter zunehmen wird. Es gibt ja auch hier insbesondere Netzwerk Bildungsberatung Österreich sehr starke Schritte in dieser Richtung. Damit kann es eben gelingen, Angebote auch weiter zu dezentralisieren, Personen auch Zugang zu Angeboten zu schaffen, die vielleicht jetzt nicht so leicht Zugang zu lokalen Angeboten haben, ist auch eine Möglichkeit der zeitlichen Flexibilisierung. Das heißt, ich habe hier einfach die Chance, auch zeitlich ein bisschen stärker auf die Kunden einzugehen. Und dann ein letztes Thema, das wahrscheinlich noch etwas weiter in der Zukunft liegt, das ist die Möglichkeit durch Simulationen, also ich denke hier beispielsweise an 360-Grad-Videos, an 3D-Simulationen, hier auch in der Bildungs- und Berufsberatung zusätzliche virtuelle Erfahrungsräume zu schaffen. Wir wissen es aus der jugendlichen Beratung, dass berufspraktische Tage beispielsweise eine ideale Form sind, um Erfahrungen zu schaffen, um Interessen, Neigungen an der Realität zu prüfen. Ich denke, das ist auch ein Thema für die Erwachsenenberatung und ich denke, durch Simulationstechnologien gibt es hier einfach die Möglichkeit, weitere Möglichkeiten zu schaffen, hier auch tatsächlich eine simulierte Realbegegnung zu kreieren. Soweit einmal ein paar kurze Gedanken zum Thema Bildungs- und Berufsberatung und in welchem Spannungsfeld bewegen wir uns hier und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, dann schalte ich mich hier kurz ein, hallo von meiner Seite und vielen Dank für diesen sehr spannenden Impuls. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten ungefähr für eine Diskussion am Podium. Zusätzlich werde ich auch versuchen, wenn es Chatbeiträge gibt, diese hereinzuholen, gebündelt, oder wenn Umfrageergebnisse da sind. Ja. An das Podium, wenn jemand dringend sich zu Wort melden möchte, einfach winken oder bei den Hinweisen hineinschreiben, dann werden wir versuchen, das so zu regeln. Ja, ich möchte am Beginn, vielleicht an den Beginn des Impulses zurückgehen, ja, an die Beginn der Ausführungen von Herrn Kollegen Blim, und die Frage an die Sie, Frau Lacusta und Frau Holder, weiterreichen. Wie erleben Sie dieses skizzierte Spannungsfeld mit seinen unterschiedlichen Ebenen und eventuell auch Interessenskonflikten, in dem sich die Bildungsberatung befindet in Ihrer täglichen Arbeitspraxis? Ja, wer beginnt? Dann beginne ich gleich einmal. Im Prinzip ist dieses Spannungsfeld das, was wir auch so täglich erleben. Was mir noch aufgefallen ist, also wir haben ja diesen Schwerpunkt Frauen, Bildungsberatung von Frauen und Wiedereinsteigerinnen. Was da natürlich dann sehr stark im Vordergrund ist, ist sozusagen auch so Rahmenbedingungen. Also
Bei dieser Skizze ist ja dieses Individuum so im Mittelpunkt. Und da merken wir in der Beratung, dass es viel Raum einnimmt, wie sozusagen die Rahmenbedingungen ausschauen. Also wie schauen die Ressourcen aus, wie schaut es mit Familie, Vereinbarkeit aus. Und dass da sozusagen der Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten gar nicht da ist. Ja, der ist erst einmal verstellt von den ganzen Barrieren und Schwierigkeiten, die die Beratungskundinnen meist erst einmal sehen. Wir hören im Hintergrund Stimmen. Frau Lagusta, vielleicht, Frau Holler, Sie haben Sie schon fertig gesprochen oder sind Sie nur irritiert? Gerade. Ich war jetzt nur gerade irritiert, aber es passt schon mal. Ich würde dann gerne zum äußeren Ring was sagen, aber vielleicht zuerst mal die Veronia. Ja, also bei uns ist es so, wir als Projekt des Diakonie Flüchtlingsdienstes arbeiten überwiegend mit Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem auch die Menschen mit Fluchtbiografie, die die ins Land kommen und die viel, also auch auf diesem Weg sich befinden, wohin weiter. Und bei ihnen spielen auch natürlich diese Rahmenbedingungen eine große Rolle. Vor allem, ich finde, dass sie noch mehr Herausforderungen haben, in dem Sinne, dass sie die Sprache zuerst lernen müssen. Und in unserem Fall müssen wir schauen, was ist das für eine Person? Ist das die Person, die schon anerkannt ist oder ist das noch, oder befindet sich diese Person noch im Asylstatus? Und dann, in diesem Fall sehen wir schon, dass diese Menschen sind benachteiligt, weil sie schon allein den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht haben, weil sie das Geld nicht haben, um die Deutschkurse zu finanzieren. Da sind sehr viele Aspekte, die man betrachten muss in so einer Beratung. Und zum Außenkreis, natürlich für uns, also muttersprachliche Bildungs- und Berufsberater, ist es natürlich auch eine Herausforderung. Wir müssen uns auskennen, sowohl mit dem Bildungssystem und mit der Arbeitsmarktsituation in Österreich, sowohl auch in den Herkunftsländern von unseren Klientinnen. Daher ist es natürlich auch Netzwerkbildung und Austausch spielt eine große Rolle. Finanzierung habe ich schon erwähnt. Die Digitalisierung, ich glaube, das wird ja noch angesprochen dann in der nächsten Runde, oder? Digitalisierung in der Beratung. Genau. Und was ich noch dazu sagen will, wir bieten auch, zu unserer Zielgruppe gehören eigentlich auch nicht nur Jugendliche, dazu gehören ja auch die weibliche Klientinnen und ältere Personen und vor allem ist da bei uns gerade die große Herausforderung, wohin weiter, ja, und neue Umorientierung, zum Beispiel ist das, was bei diesen Personen gerade ihr Leben bewegt, ja. Ja. Eva wollte noch was. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Frau Holder, Sie wollten noch etwas sagen. Ja, bitte. Genau. Also das, was in dem Spannungsfeld, was sozusagen für mich auch noch nicht so ganz sichtbar ist, wo wir uns aber ständig bewegen, ist, wir erreichen diese Menschen ja oft. Also die kommen ja nicht von selber. Wir stehen ja ganz große Bemühungen dahinter, sozusagen die Bildungsberatung dorthin zu tragen, wo sie gebraucht wird. Und insofern wollte ich da noch erwähnen, eben, dass wir auch in Wien und in Niederösterreich ja sehr viel aufsuchend und mobil auch unterwegs sind, um eben diese Barrieren, wie ich vorher schon erwähnt habe, Barrieren sind ja auch sozusagen so Ängste zum Thema Bildung oder überhaupt eine Hemmschwelle in Bildungsinstitutionen zu gehen, um sich beraten zu lassen. Und genau deshalb gehen wir ja auch sehr viel raus in Kooperationseinrichtungen, in den öffentlichen Raum, beziehungsweise nutzen eben auch digitale Medien, um sozusagen auf allen Kanälen zu versuchen, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind.
Und zum äußeren Ring wollte ich noch sagen, das, was Sie gesagt haben mit der Finanzierung und Auftraggeber ist natürlich ein Riesenfaktor, den man immer spürt im Alltag. Wir hatten in Wien gerade Besuch von einem Schweizer Laufbahnberater. Das war sehr inspirierend, weil da war, ist so klar geworden, wie integriert diese Bildungsberatungslandschaft da überhaupt ist. Also das war jetzt konkret in Basel als fixe Institution sozusagen von der Sekundärstufe bis zur Pension ist das einfach ein ständiges Angebot für alle. Da haben wir uns gedacht, das ist natürlich ganz was anderes dann. Und da kann man dann auch länger, also Menschen länger beraten natürlich. Mhm. Und was auch mitspielt, ist ein bisschen die Bildungslandschaft. Ne? Also wir beraten ja hin in die Bildungslandschaft und das ist natürlich auch sehr wichtig, wie die aufgebaut ist, wie zugänglich die auch ist. Ja. Das wäre noch was wahrscheinlich weiter draußen noch zu sehen wäre. Genau. Ja, herzlichen Dank. Man sieht, wie wahnsinnig komplex dieses Thema ist und wie viele Faktoren da hereinspielen. Ich habe eine Frage aus dem Chatbereich, wobei ich nicht ganz sicher bin von Ihrem beruflichen Spezialisierungshintergrund her, wie gut das hier in diesem Podium zu beantworten ist. Der Hochschulbereich, also auch hier wird ja das Angebot immer breiter. Wir haben vorher beim Herrn Blim gehört, dass die Möglichkeitsvariantenzunahme einfach so stark steigt. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Das natürlich auch im Hochschulbereich bei der Studienwahlberatung. Und die Frage ist hier, ob es hier auch viel Entwicklung im Angebot gibt. Meines Wissens nicht. Das war etwas, was wir uns, also was einmal zum Thema stand. Für uns sind ja sozusagen in dieser Bildungsberatung in Österreich ja Personen ab 19 grundsätzlich mal Beratungskundinnen und eben eigentlich keine, unser Fokus sollten ja niedrig qualifizierte Menschen sein, insofern sind jetzt Studentinnen, Maturantinnen keine klassische Zielgruppe, die wir sozusagen bedienen sollen. Wir hätten uns das immer gewünscht, dass es da eine Schiene gibt, aber gibt es meines Wissens nicht und auch nicht geplant. Mhm. Andere Teile zu diesem Thema, Herr Blim vielleicht, ja? Ganz kurz vielleicht noch. Was es schon gibt seit doch mehreren Jahren und was auch ständig jetzt weiter ausgebaut wird, ist in der Studienberatung oder Studieratung in den höheren Schulen selbst, also mit der, früher hat es Studienchecker geheißen, jetzt heißt es glaube ich 18 plus, wo in den Schulen selbst wird hier mehr ich erst wie weit das dann tatsächlich gestalten, wie weit für die Orientierung ist. Ich denke, das war jetzt auch ein gutes Stück in die Richtung hin, an die weitere Beratung an den Universitäten oder Fachhochschulen selbst und so wirklich flächendeckende, übergreifende Angebote sehe ich hier auch nicht. Also es ist passiert hier in erster Linie von den jeweiligen Hochschulen und die sind klarerweise sehr stark darauf fokussiert, dass sie in ihr eigenes Feld hinein beraten. Das heißt, ein völlig übergreifendes Beratungsangebot ist hier, glaube ich, relativ gering. Mhm. Mhm. Bei uns kommt das schon oft vor, weil dadurch, dass wir die muttersprachliche Beratung anbieten, kommt hier manchmal vor, dass die auch hochqualifizierte Menschen zu uns finden und Informationen über die Universitäten und Hochschulen haben möchten. Und manche bringen schon ihre Zeugnisse mit, manche haben diese Zeugnisse nicht. Und oder zum Beispiel, sie möchten ja wissen, ob sie ihr oder irgendwie durchflucht wurde, zum Beispiel das Studium unterbrochen und da möchten die Personen sich erkundigen, ob sie ihre Studienrichtung hier fortsetzen können, dann ist es für uns eigentlich schon relevant, weil wir müssen schon immer wieder uns auseinandersetzen mit diesen Themen und schauen, welche Ausbildung entspricht oder welche Fachrichtung sollte diese Person jetzt einschlagen. Ist da was Passendes in Österreich? Es gibt ja jetzt auch von den Unis das Projekt MORE, wohin wir unsere Zielgruppe dann eigentlich schicken. Weil da sind ja ein paar Angebote, wo die auch auf Englisch gibt und da können unsere Ratsuchende auch sich zu diesen Projekten, an diese Projekte wenden. Mhm. Herzlichen Dank für diese Rückmeldungen. Ich hoffe, wir haben dem Chat-Teilnehmer, der Teilnehmerin ein wenig weiterhelfen können. Ich möchte ein bisschen auf die Zeit schauend zum zweiten Themenblock auch schon überleiten. Der Herr
Blieben hat ja vorgestellt, die aus seiner Sicht wichtiger werdenden Handlungsfelder und Zielgruppen. Ich habe sie hier nochmal kurz eingeblendet. Also die Handlungsfelder Um- und Neuorientierung, die Kompetenzerfassung und Kompetenzerwerb, hier vielleicht auch zu ergänzen, um die Kompetenzberatung dann auch im Anschluss, Weiterbildungsberatung, Laufbahncoaching, Förderungen und bei den Zielgruppen Umsteigerinnen, ältere Wiedereinsteigerinnen, formal Geringqualifizierte und Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrungen. Kurz die Frage wieder an die beiden Praktikerinnen, Frau Holder Frau Lacosta, wie schätzen Sie das ebenfalls so ein, dass das die wichtiger werdenden Handlungsfelder sind, oder gibt es da auch noch andere, die Sie aus Ihrer Praxiserfahrung für besonders relevant werdend halten? Ja, dann beginne ich wieder. Bitte, ja, danke. Ja, die Handlungsfelder sind natürlich genau das, was uns auch bewegt oder die Themen, mit denen unsere Kundinnen kommen. Wir haben es auch jetzt vor kurzem im Wiener Netzwerk einmal versucht, auch so wirklich schön zusammenzufassen. Und was da unter Um- und Neuorientierung steht, ist das, was ganz häufig auftaucht. Also dieses, ich bin in meinem Beruf unzufrieden oder kann ihn nicht mehr ausüben. Wie finde ich einen neuen Beruf? Auch so diese Grundsatzfrage, wie komme ich zu meinem Wunschberuf, wie funktioniert das? Natürlich dann so klassische berufliche Weiterbildung. Also das haben Sie eh alles aufgezählt. Was schon für mich also auffallend ist, ist, dass dieses Thema Abschluss nachholen, also das sozusagen, wo es um den zweiten Bildungsweg, dass das eins ist, das uns sehr, sehr oft, also sehr oft nachgefragt ist. Wo es wirklich geht um Pflichtschulabschluss nachholen oder eine Lehre nachholen und dazu dann die passenden Förderungen und Finanzierungen natürlich. Und auch ein häufiges Thema ist zum Beispiel auch dieses Bildungssystem verstehen. Das kommt natürlich hauptsächlich von Migrantinnen oder Menschen mit Fluchthintergrund und ist jetzt auch nicht so unser Kerngeschäft, ist aber eine Frage, die häufig auftaucht. Ja. Wie funktioniert das Bildungssystem hier? Und ja, und da geht man im Beratungsprozess geht es dann immer bei all diesen Dingen halt um Entscheidungshilfen. Kompetenzerfassung ist eher was die Beraterinnen einspielen sozusagen. Das ist jetzt selten, dass jemand kommt und sagt, ich möchte gerne mehr über meine Kompetenzen oder Fähigkeiten wissen. Das ist eher was, worauf wir dann hinweisen oder im Beratungsprozess darauf aufmerksam machen. Bei der Suche nach der richtigen Weiterbildung oder nach dem richtigen Beruf macht es Sinn, sich die Fähigkeiten anzuschauen. Genau. Genau, also bei uns kommen auch diese Themen vor, also vor allem eben die Pflichtschulabschluss, also eben die Abschlüsse nachzuholen. Dann natürlich, wir haben eigentlich, wie ich schon erwähnt habe, mit jeder Zielgruppe zu tun, sowohl mit Älteren, mit Frauen, die gleich aus der Karenz kommen, die und vor allem die Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Und was noch eine Herausforderung für uns ist, das ist die Menschen, die aus ihren Ländern kommen, die bringen sehr viel Kompetenzen mit. Sie haben schon gearbeitet, aber meistens haben sie keine Nachweise über diese Qualifikationen. Und dann, was mich so beschäftigt, was kann man da in diese Richtung machen? Ja? Weil meistens reicht die Sprache nicht aus, damit sie sich jetzt, sagen wir mal, einen außerordentlichen Lehrabschluss nachholen gleich und in dem Beruf dann anfangen zu arbeiten. Und es wäre natürlich gut und hilfreich, wenn man diese Kompetenzen oder gerade die Anerkennung von informellen Kompetenzen irgendwie vereinfacht wäre. Ja, zum Beispiel, ich weiß, dass das Oberösterreich hat jetzt ein neues Projekt gestartet, so ein Pilotprojekt. Das heißt, was, ich glaube, Moment, das Projekt heißt, genau, das, du kannst was. Ich bin schon gespannt, wie die Erfahrung der Kollegen ist. Wie kommt das an? Ich weiß, dass in Deutschland schon Brückenkurse gibt und der Einstieg in ein Berufsleben ist für diese Zielgruppe eben einfacher ist als jetzt bei uns in Österreich. Und unser
Also die eigene Erfahrung zeigt, dass die hochqualifizierte, also die wirklich gut qualifizierte Menschen fangen als Hilfskräfte zu arbeiten. Ja, weil es einfach die Situation, also sie haben Familien, haben Verantwortungen, brauchen Geld und gehen arbeiten. Und es ist wirklich, die Praxis ist traurig, weil eine Ärztin aus Ägypten arbeitet als Putzfrau, ihr Mann als Richter am höchsten Gerichtshof, arbeitet bei der Müllabfuhr. Das ist, weiß ich nicht, eine Russin, also die bei der Nationalbank gearbeitet hat, arbeitet jetzt bei einer Trafik. Also, und die Menschen manchmal trauen sich nicht zu, einfach, dass sie doch was Besseres, dass sie einfach was erreichen können, ja, und das gehört ja auch zu unserer Aufgabe, dass wir sie ermutigen und sagen mit uns, also und ihnen notwendige Informationen geben, weil wir sagen, ja, bitte schau, das schaffst du schon, weil oft ist so, ich kann nicht ausreichend Deutsch, ich werde es nicht schaffen, und manchmal ist es so, die Menschen stellen an sich selbst hohe Erwartungen, ja, also und sie können viel mehr, als sie glauben, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir sie einfach dorthin begleiten, dass wir ihnen helfen und dass wir sie ermutigen, diesen Weg einzuschlagen. Weil irgendwie, sie lernen sehr schnell und ich denke mal, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren sind sie wieder mal, weiß ich nicht, traurig und weiß ich nicht, depressiv, weil sie einfach nicht das machen, was sie wissen, dass sie mehr können und dürfen aber nur so wenig in Österreich machen. Das ist so meine Erfahrung. Und ich glaube, mit der jetzigen Situation, die Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund, sie sind jetzt im Lande, sie lernen jetzt die Sprache und sicher nächstes Jahr wird diese Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt stehen. Und ich glaube, sie brauchen mehr Unterstützung und mehr Informationen und Orientierung. Und es wäre nicht schlecht, dass da mehr Angebot in der Muttersprache gibt. Ich weiß natürlich, sie müssen arbeiten und Deutsch können, aber es ist allein dieses Verstehen, diese Geborgenheit, die sie bei uns finden, weil sie in ihrer Muttersprache ihr alles erzählen uns können und diese Unterstützung kriegen und vielleicht auch Anerkennung für ihre Vorbildung, das ist schon sehr viel wert. Also meiner Meinung nach. Also hoffentlich nächstes Jahr, in 2 Jahren in ganz Österreich gibt es mehr Angebote an der muttersprachlichen Beratung. Vielen Dank. Weitere Meldungen dazu? Ich denke, die Frage... Herr Blim, wollen Sie? Nein, das war nur eine Geste. Sorry. Also ich denke, die Frage der Kompetenzen, da wir uns ja auch teilweise ein bisschen von beruflichen Fachfertigkeiten lösen und zur Kompetenz entwickeln, wird wohl eine ganz zentrale bleiben auf längere Sicht. Und es zeigen uns ja Länder auch wie die Schweiz vor, dass man die Anerkennung informeller Kompetenzen auch auf einem ganz anderen Niveau machen kann. Ich glaube, da ist hier noch viel Luft drinnen. Kennt jemand am Podium weitere Beispiele, wo in Österreich hier Pilotprojekte unterwegs sind? In Richtung was? In Richtung Anerkennung? In Richtung Anerkennung informeller Kompetenzen, auch der Rolle, die die Bildungsberatung darin spielt, weil die Bildungsberatung wird ja eher in der Erhebung als in der Anerkennung selbst dann hier tätig sein. Ne? Ich weiß nur, dass das letzte Mal bei unserer Vernetzung mit unserem, also mit unserem Netzwerk Bildungsberatung Niederösterreich wurde es erwähnt, weil das neue Pilotprojekt, du kannst was, Das ist mit der Unterstützung von Arbeiterkammer und vom Land Niederösterreicher, und in unserem Netzwerk sind ja auch die Kollegen von der Arbeiterkammer und sie schauen da also ganz genau zu, und vielleicht wird es auch mal bei uns was in Niederösterreich werden. Und was in der Bildungsberatung halt dann möglich ist, ist sozusagen, wenn
Frauen mit oder mit Männern mit Fluchthintergrund anerkennen, also wenn die dann endlich einmal den Bescheid haben, wissen, was ist anerkannt, was nicht, und dass man dann mit ihnen natürlich weiterarbeiten kann. Also dass zum Beispiel ein Lehramt aus dem Iran nicht anerkannt wird, aber wir dann schauen, okay, wenn sie in die Richtung gehen soll, was ist in der Erwachsenenbildung möglich, welche Berufsbilder gibt es da, wo will sie hin? Also das ist dann sowas, wo die Bildungsberatung dann natürlich wieder gut eingreifen kann. Die Anerkennungsgeschichten müssen woanders natürlich vorher geregelt werden, ja. Ich bekomme gerade eine Frage aus dem Chat noch einmal herein, und zwar zu den Ausführungen von Ihnen, Frau Lacusta, zu den muttersprachlichen Beratungen. Beratung für Menschen mit Migration, einerseits als statisches, andererseits im Bereich. Moment, ich kann das gerade nicht gut lesen. Ich auch nicht. Da ist ein Feld davor. Sehen Sie auch einen Bedarf im Bereich Werbeangebot für muttersprachliche Berater für Menschen mit Migrationshintergrund? Einerseits als statisches Angebot, Bildungsinformation, andererseits auch im Bereich Chat- oder Online-Beratung. Muss man also dieses Angebot auch bewerben stärker? Ein Webangebote, Entschuldigung, ich habe mich ganz verlesen. Webangebote, das ist so gern Web, also es geht um Online, ja, um muttersprachliche Beratung im virtuellen Raum. Ist das eine Lücke? Ich muss dazu sagen, Online-Beratung, wir haben sehr oft diskutiert, ob das was Passendes für uns ist. Vielleicht noch nicht. Weil wir haben auch sehr viele Menschen, die als Analphabeten ins Land kommen. Und das heißt, sie können nicht schreiben. Ja? Also, und schon, sie sind noch vielleicht mit allen diesen Medien nicht vertraut. Also die Werbung machen ja, die Jugendlichen sind im Facebook überall ja. Also diese Medien kann man auf jeden Fall für die Werbung verwenden. Aber also wir haben es auf jeden Fall Mails und WhatsApp, ja, das funktioniert sehr gut. Also unsere Zielgruppe erreicht uns sehr gut über diese Medien, und vor allem so ein Mix von den Beratungen, zum Beispiel eben Face-to-Face-Beratung, dann folgt eben mit Mail weiter, also kommt eine Anfrage per Mail oder eben eine Nachricht per WhatsApp, was immer. Das ist, das funktioniert sehr gut, aber Online-Beratung, da glaube ich, das ist noch nicht so weit. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel, dass man weil das Thema Bildungssystem, das österreichische Bildungssystem ist bei uns auch, also fast alle Beratungen bei uns fangen mit dem österreichischen Bildungssystem an, ja. Und wir haben ja sogar eigene Broschüren schon in den Muttersprachen verwendet, also veröffentlicht. Es gibt ja schon ausreichend Broschüren mit ganz vielen Grafiken, aber wir haben es gesehen, unsere Zielgruppe ist überfordert von so vielen Kasteln, wie sieht es, und es ist so hochkompliziert, und wir haben das vereinfacht und in zwei Sprachen dargestellt, eben auf, wir haben Deutsch-Arabisch, Deutsch-Farsi und Deutsch-Russisch. Und das, und dann erlebe ich in den Beratungen, dass meine Ratungen sagen, oh, endlich mal habe ich es verstanden, wie es funktioniert. Ja? Also das ist, also wir haben es wirklich so verglichen und haben geschrieben, also diese, weiß nicht, Haag entspricht unserer Schule. Also in unserem Land ist das so eine Schule, oder eben HTL ist zum Beispiel in unserem Land diese Schule, ja. Und vor allem, hier zurück zur Frage, und deswegen denke ich mal, wenn unsere Beratung schon immer mit der österreichischen Schulsystem anfängt, warum kann man dann nicht zum Beispiel so YouTube-Videos produzieren, ja, und das auf einmal, ja, jeder kann zuschauen, jeder kann seinem Kind zeigen, und dann irgendwie. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass man zum Beispiel mit solchen Bildungsberatungs- oder Bildungsangeboten mit YouTube oder so, da kann man bestimmt gut arbeiten, weil ich weiß, dass unsere Zielgruppe sehr oft in YouTube ist und nutzt das für verschiedene Zwecke. Allein ein bisschen Heimatweh und die Musik und Filme aus dem YouTube rausholen, und dann denke ich mal, da kann man sie über dieses Medium sehr gut erreichen. Vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. Herr Blim zuerst und dann Frau Holder, bitte. Ja, kurz vielleicht auch, weil das ein Thema ist, das uns auch sehr beschäftigt, wie weit hier Bedarf besteht, wie weit hier Notwendigkeit besteht, Informationsangebote oder auch Beratungsangebote in verschiedenen Sprachen, Muttersprachen anzubieten.
Und wie wir eben auch überlegen, beispielsweise für BKD, die Online-Berufsinformation der Wirtschaftskammer, die wir betreuen, hier einen Schritt weiter zu gehen und mehr Informationen auch muttersprachlich anzubieten. Derzeit haben wir im Wesentlichen das Interessenprofil und die Tipps zur Berufswahl und Bewerbungstipps in verschiedenen Sprachen und sehen hier gerade im letzten Jahr beispielsweise beim Interessensprofil eine gerade explosionsartige Zunahme der Nutzung in der arabischen Version, in der Farsi-Version, teilweise auch in der türkischen Version, das schon ein gewisses Zeichen dafür gibt, dass hier schon ein Bedarf besteht und wir diesen Weg auch weitergehen möchten. Und auch das Thema der YouTube-Videos überlegen wir zumindest einmal hier aufzugreifen und hier ein sehr niederschwelliges Angebot zu schaffen, hier über Bildungssysteme und Bildungswege zu informieren. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Finanzierbarkeit. Also es müssen auch Geldgeber dafür gefunden werden. Aber da gibt es zumindest von unserer Seite her gewisse Überlegungen, in diese Richtung auch zu gehen. Mhm. Vielen Dank, Frau Holder. Sie wollten auch eine Wortmeldung zu dem Thema. Genau, ich wollte nur ganz kurz anschließen, an welche Form der Online-Beratung geeignet sein kann. Also wir haben uns ja in Wien 2015 mit der Skype-Beratung begonnen. Und eben aus der Überlegung heraus, dass das ein nicht schriftbasiertes Format ist. Das heißt, da muss man eben keine Fragen eingeben, wie in der Chatberatung oder in der Online-Beratung, wo überhaupt alles schriftlich passiert. Genau aus dem heraus ist eben die Skype-Beratung entstanden. Und das ließe sich natürlich sehr gut auch umsetzen mit muttersprachigen Beraterinnen, die ja gerade, ich denke mir, alle Netzwerke auch gerade aufstocken oder eben vor allem auf mehrsprachige Kompetenzen suchen, aufbauen. Und das dann sozusagen in der Skype-Beratung auch zu nützen. Mhm. Ja, vielen Dank. Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, aber auch schon ganz tief im dritten Themenblock, ja, vom Impuls von Herrn Blim bei der Digitalisierung. Wir haben jetzt schon stark über Online-Beraten gesprochen. Es wird ab jetzt auch eine kleine Umfrage zu einem Digitalisierungsthema geben, nämlich zur Self-Guidance. Vielleicht wollen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kurz auch diese Umfrage ausfüllen. Nebenher eine Frage allgemeinerer Art wieder zur Digitalisierung. Diese sehr fortgeschrittene Digitalisierung, die wir heute haben auf allen möglichen Ebenen, im Arbeitsmarkt, im Bildungsangebot, aber auch in den Instrumenten der Bildungsberatung und in all diesen Dimensionen, die Herr Blim am Anfang angeführt hat, von der Self-Guidance über die Vorteile der Online-Beratung, wo ich auch hinzufügen würde, dass so Dinge wie die Reichweite oder das Aufsuchen in virtuellen Räumen bei bestimmten Gruppen, die primär in diesen Räumen oder öffentlichen Räumen zu finden sind, sicherlich ein ganz zentrales Merkmal oder eine Chance sein können, wie auch das Thema der Anonymität und schlussendlich die Simulationen. Also diese fortgeschrittene Digitalisierung, wie beeinflusst das Ihren Beratungsalltag? Sie haben schon ein bisschen anklingen lassen, dass Sie Skype-Beratung anbieten. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie mit diesem Themenkontext in der Praxis? Ja, also für die Skype-Beratung ist eher ein gutes Beispiel, weil wir da wirklich uns davor sehr grundsätzlich damit auseinandergesetzt haben, mit diesem Tool. Wir haben uns dann für Skype entschieden, weil es sehr verbreitet ist, weil es kostenlos ist. Und zwar ist natürlich klar, dass die Datenschutzrichtlinien und Privatsphäre nicht optimal geregelt ist mit Skype, beziehungsweise ganz klar ist, das wird gespeichert, 90 Tage und so weiter. Also die haben auch, Skype hatte das Recht, überall mitzuhören, mitzulesen. Und wir haben uns das sozusagen vorher wirklich sehr damit auseinandergesetzt und sozusagen eigentlich auch Know-how aufgebaut in puncto Medienkompetenz. Und daraus ist dann entstanden auch, wie tun wir, wie macht das eine Beraterin, worauf ist zu achten. Kundinnen werden vorher immer auch verwiesen an sozusagen FAQs auf unserer Webseite, wo genau diese Dinge wie Datenschutzrichtlinien auch nochmal kurz erläutert werden, damit das einfach auch klar ist und wir jetzt abgesichert haben. Und ja, wir haben jetzt ein Jahr lang einen Lernprozess auch gemacht, wie das auch dann funktioniert mit dem Zugang zur Skype-Beratung. Mhm. Und die besten Erfahrungen eigentlich jetzt am Schluss, also in der letzten Zeit gemacht mit, es wird natürlich auch online beworben, ist logisch, also eine webbasierte Beratungsform muss ja auch online beworben werden, sonst ist es ein Widerspruch. Mhm. Und wir haben es jetzt relativ vereinfacht sozusagen den Zugang, indem wir jeden Freitag, gibt es in der Bildungsberatung in Wien, offene Skype-Beratung, wo man sich nicht voranmelden muss. Und das funktioniert jetzt am allerbesten. Also eben kein kompliziertes Anmeldeprozedere
über E-Mail oder irgendwas, sondern eben einfach am Freitagvormittag ist immer wer da und das funktioniert jetzt zum Beispiel mal am besten, aber das ist wirklich so ein laufender Lernprozess. Mhm. Danke. Und da gebe ich Ihnen völlig recht mit Medienkompetenz bei den Beraterinnen, aber auch bei den Kundinnen. Also man kann nicht voraussetzen, nur weil die Internetnutzung so steigt, passiert jetzt automatisch Self-Guidance. Also da bin ich eher, auch da muss Medienkompetenz sozusagen bei den Kundinnen in Wirklichkeit auch noch aufgebaut werden. Nur weil sie surfen, heißt das noch lange nicht, dass sie sozusagen recherchieren und Informationen bewerten können. Genau. Ja. Bitte, ja, Frau Lukusi. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Medium eben Skype, dass das bei der Beratung nützlich sein kann, weil das ist ein bisschen, ich sehe die Person, ich höre sie, nicht nur höre, ja, und da kann man ja auch man kann ja auch diese Beziehung auf eine Art und Weise auch aufbauen, ja. Und vor allem Niederösterreich, also wir sind von der Bildungsberatung Niederösterreich, das Bundesland ist wirklich groß und die Kundinnen haben manchmal Schwierigkeiten, uns zu erreichen, weil es einfach weit ist, weil es zum Beispiel aus ihren Orten, keine Ahnung, alle 2 Stunden ein Bus fährt und dann denke ich mal, dass auf jeden Fall das könnte ja eine Zukunft sein für die Online-Beratung vor allem, weil sie einfach nicht mehr sich extra Zeit nehmen müssen. Sie können gemütlich von zu Hause ihre Fragen beantwortet bekommen. Und ja, also wir telefonieren auch sehr viel. Also bei uns gibt es auch sehr viel telefonische Beratung, aus dem Grund, dass die Kundinnen nicht zu uns finden. Und deswegen denke ich mal, es wäre vielleicht ja auch anzudenken bei dem nächsten Projekt, dass wir vielleicht ja auch eine Bildungsberatung per Skype anbieten. Mhm, vielen Dank. Wir haben jetzt eingeblendet auch die Umfrage zu Self-Guidance-Angeboten. Die Frage war, Self-Guidance-Angebote sind eine super Sache, ein bisschen pointiert gefragt, und die 5 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die mitgemacht haben, stimmen zu 100% zu. Ja, was sagen Sie da vor dem Hintergrund dazu, dass das vielleicht doch auch in gewissem Ausmaß die personelle Bildungsberatung konkurrenzieren kann oder zu Selbsttestungsverfahren, die dann oft auch doch kritisch gesehen werden seitens der Bildungsberatung, wenn es um Berufs quasi Vorschläge gibt, die man sich über Selbsttestverfahren dann sozusagen einholen kann, was man werden sollte oder möchte. Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen auch zu diesem sehr eindeutigen Ergebnis? Ja, also man kann ja nicht gleich wie Frau Holder schon gesagt hat, man kann ja nicht daraus denken, dass das die Zielgruppe auch wirklich jetzt selber da die Informationen holen und wissen, was sie damit anfangen können, weil sie müssen, wenn sie nur ein bisschen surfen können, heißt nicht, dass sie jetzt diese Informationen auch richtig verwalten können und für sich reflektieren können. Und ich sehe mal, dass in meiner Beratung, dass die manchmal kommen zu mir die Personen, die eigentlich ausreichend, also wirklich perfekt Deutsch können und seit mehr als 10 Jahren in Österreich schon leben und trotzdem kennen sich noch bei vielen Sachen nicht aus, weil es einfach das Angebot, also ist so groß, weil es einfach, ich glaube, sie brauchen uns als einfach diejenigen, die für sie diese Informationen aussortiert und sagt, was relevant ist und was nicht relevant ist und sie begleitet und sagt, was für sie in Frage käme. Ja, also ich sehe da gar keine Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Natürlich, ich denke mal, man profitiert ja davon, wenn die Personen schon kommen und wissen, das wäre ein bestes Case-Beratung, wenn sie kommen und sagen, ich weiß schon, was ich will und sag's mir nur, weiß ich nicht was, aber das ist selten, ja, weil meistens kommen sie mit ganz vielen Fragen über Fragen. Okay, wunderbar. Vielleicht von Ihrer Seite, Herr Blim, eine kurze Rückmeldung. Ich sehe das im Prinzip ganz ähnlich. Also auch ich sehe hier eigentlich keine Konkurrenz, sondern dass sich einfach das Tätigkeitsfeld vielleicht ein bisschen verändert, dass neue Aspekte dazukommen, dass eben auch
beispielsweise, so wie es die Frau Wolder auch angesprochen hat, dass viele ja auch mit den Medien gar nicht so im Sinne der Informationsrecherche gut umgehen können. Auch das könnte zusätzlich ein zusätzliches Tätigkeitsfeld, eine zusätzliche Tätigkeitsaufgabe der Beraterinnen werden, hier Unterstützung zu bieten. Wie komme ich denn überhaupt zu Self-Guidance-Kompetenz und zu meinen eigenen zu den Informationen? Und dann zeigt einfach auch die Vergangenheit, wie sich Internetangebote erstmalig entwickelt haben, dass dadurch eigentlich Beratungsbedarf gestiegen ist. Weil das Angebot selbst präsenter geworden ist, das Thema präsenter geworden ist, und ich denke auch für die Zukunft wird das eher das Thema sein, dass dadurch das Thema Bildung, Beruf, Bildung, Berufsberatung präsenter wird und dadurch eigentlich auch Nachfrage nach persönlicher Beratung steigen könnte. Ja, herzlichen Dank. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine Abschlussfrage darf ich noch einbringen und mich auch gleich entschuldigen, dass ich mich selbst nicht allzu viel eingebracht habe, aber das Lesen der Chats, der Hinweiskommentare, der Umfragen und ihrer Wortmeldungen und dann noch zuhören, was sie sagen und darauf reflektieren. Multitasking ist ja ein Mythos, der in Wirklichkeit nicht funktioniert. Männer bei Männern schon gar nicht, sagt man. Gut, kommen wir zur Schlussrunde. Nachdem wir uns, und ich möchte auch bitten, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Chats an der Schlussrunde teilzunehmen in Form einer Umfrage wiederum. Und da sozusagen Weihnachten, nicht sozusagen, da Weihnachten naht, dürfen Sie sich zum Abschluss etwas wünschen. Und die Frage ist, welche Wünsche hätten Sie für die Bildungs- und Berufsberatung im Bereich Erwachsenenbildung für die nächste Zeit? Wir werden das als Umfrage auch online stellen. Und wem immer als erstes spontan etwas einfällt aus dem Bauch heraus, der möge sich zu Wort melden. Bitte schön, Frau Lacusta. Ich glaube, Sie wollten... Ja, gleich. Ich habe jetzt, es hat geleuchtet. Die Bilder sind noch sehr klein. Ja. Was wünsche ich? Vielleicht mehr... ich bleibe bei meiner Zielgruppe, weil die ist mir sehr wichtig. Ja, ich bin selber als Migrantin nach Österreich gekommen und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass diese Zielgruppe irgendwie auch bei anderen Institutionen, bei anderen Partnern Verständnis findet und Unterstützung findet und dass sie diese Zielgruppe als wirklich, dass sie gespannt sind auf das Individuum, was diese Person bringt und nicht gleich mit den eilt und glaubt, die ist mit dem Kopftuch, die ist dann, weiß ich nicht, nur fürs Kindergebären da oder vielleicht, keine Ahnung, genau, einfach offen sein und interessiert und gespannt sein auf die Person selbst, was sie alles mit sich bringt dass diese Zielgruppe einfach mehr Unterstützung kriegt. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Machen wir weiter. Genau, also mein Wunsch als Christkind ist einfach so, ich hätte das gern so ähnlich wie in der Schweiz, dass die Bildungsberatung einfach eine fixe Einrichtung in Österreich und einfach nicht fix finanziert und so ähnlich wie Schule und Erwachsenenbildung. Also für alle Menschen, die sozusagen jenseits der Pflichtschule sind, einfach zur Verfügung stehen kann. Vielen Dank, Herr Blim. Mein Wunsch wäre als Nicht-Beratungseinrichtung, also insofern ein bisschen außenstehend wäre, dass die Vernetzung innerhalb der Beratungseinrichtungen und innerhalb der Beraterinnen und Berater weiter zunimmt, weil ich doch sehe, dass die Anforderungen, die Herausforderungen immer komplexer werden und das, glaube ich, von einzelnen Beratungseinrichtungen immer weniger geleistet werden kann, sondern immer stärker nur miteinander geleistet werden kann, dass man sich auch gegenseitig auch ein gewisses Weiterempfehlungsmanagement einrichtet. Und auf den Punkt gebracht wäre für mich dieses Ziel erreicht, wenn irgendwann in einem Jahr bei uns keine Anfragen mehr reinkommen zu Bildungsfragen, zu Förderungsfragen, sondern die Bildungsberatung so präsent ist in der Öffentlichkeit, dass die Leute wissen, wohin sie sich wenden können. Vielen Dank. Nachdem ich jetzt hier keine Umfrageergebnisse mehr sehe, erlaube ich mir selbst ein Schlusswort, auch noch vielleicht einen Wunsch. Also nachdem wir ja
mittlerweile gut dokumentiert wissen, dass da heutzutage der Stress nicht mehr nur von äußeren Zwängen kommt, sondern auch von einer Möglichkeitsvielfalt, in der wir uns nicht zurechtfinden, sind, glaube ich, Orientierungsangebote wie auch die Bildungs- und Berufsberatung schon ganz besonders wichtig. Und der Wunsch wäre, dass man das auch wirklich würdigt, dass es solche Angebote gibt und das auf allen Ebenen der Würdigung, also auch was die Ressourcen natürlich betrifft. Ja. Das wäre schön. Und ich darf zum Abschluss auch noch hinweisen, nochmal auf die neue Ausgabe des Magazin Erwachsenenbildung, die sich auch recht umfassend und breit mit dem Thema Bildungs- und Berufsberatung befasst. Und damit darf ich, glaube ich, diesen Web-Talk ungefähr pünktlich abschließen. Das heißt, Coneda wollte auch noch eine Abschlussmeldung kundtun, Hinweise für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Ich glaube, ich darf Frau Kulmer wieder bitten, mit uns zum Podium. Frau Kulmer, kommen Sie aufs Podium? Ja, Sie sind schon da. Dann darf ich nochmal das Wort übergeben. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, genau. Also vielen Dank. Wir sind jetzt am Abschluss angelangt dieses einstündigen Web-Talks. Vielen Dank an die Podiumsgäste für die spannende Diskussion. Ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch so gut gefallen hat wie mir. Wir haben den Web-Talk aufgezeichnet, der wird in Kürze auch auf erwachsenenbildung.at zur Verfügung stehen. Wir werden Ihnen das in unserem nächsten Newsletter und auf unserer Seite auch den Link zur Verfügung stellen. Bevor Sie sich jetzt verabschieden, hätten wir noch eine Bitte an Sie. Die, die schon öfter dabei waren, kennen das. Wir haben eine Feedback-Umfrage vorbereitet. Und wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Wir planen auch, also den Link poste ich Ihnen jetzt in den Chat. Wir planen auch für 2017 wieder Web-Talks durchzuführen und freuen uns, wenn Sie uns wissen lassen, welche Themen Sie gerne dabei diskutieren würden. Vielen Dank noch einmal an Frau Lacusta, Frau Holder, Herrn Blim und Herrn Götz, sowie an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fürs Dabeisein und fürs Mitdiskutieren, fürs Mitchatten und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.